Als im Winter die lange Trockenzeit einsetzt, ereignet sich 3, 4, 5 Monate lang kaum etwas im Okoyong-Stamm. Mary kann den Bewohnern Abend für Abend das Lesen beibringen und ihnen Geschichten aus der Bibel erzählen. Trotzdem sind es harte Zeiten für sie, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine brenzlige Situation eintritt. Mary weiß, dass sie das Leben der Eingeborenen nicht von heute auf morgen verändern kann. Aber einfach abwarten und zuzusehen, wie die Menschen böse Dinge tun, das liegt ihr nicht. Und so tritt sie eines Nachmittags mutig vor eine Gruppe wütender Krieger, die sich gerade auf einen Rachezug vorbereiten. Die Schädel und Skalps früherer Gefangener hängen von den Bäumen und die Speere und Gewehre blitzen im Sonnenlicht. Hört auf, euch zu betrinken und einen Kampf vorzubereiten. Geh aus dem Weg, Marslesor. Wir kämpfen und misch dich nicht in die Angelegenheiten von uns Kriegern ein. Hört auf mit diesen sinnlosen Überfällen und Racheakten. Geh endlich aus dem Weg. Du wirst sterben, weiße Frau, wenn du nicht weggehst. Dann schieß, wenn du es wagst. Ach, hör schon auf, Marslesor. Was soll das? Warum betrinkt ihr euch und wollt das Nachbardorf überfallen? Warum wollt ihr so viele Menschenleben aufs Spiel setzen und töten? Einer unserer jungen Krieger hat gestern betrunken den Häuptling des Nachbardorfes verletzt. Jetzt müssen wir angreifen, sonst werden wir angegriffen und sie werden sich rächen. Aber damit wird noch mehr Blut vergossen und weitere Krieger werden verletzt. Na und wenn schon? Ihr könntet um Frieden bitten, Häuptling Edem. Das ist gegen unsere Ehre. Bitte, Häuptling Edem, komm mit mir rüber ans Feuer und setz dich zu mir. Ich möchte dir gern erklären, warum es besser für euch alle ist, wenn ihr solche Kämpfe unterlasst. Häuptling Edem, meinst du nicht, dass es an der Zeit ist, alten Hass zu begraben und sich immer wieder gegenseitig anzugreifen? Wie stellst du dir das vor, Marslesor? Häuptling Edem, schon oft habe ich dir von der unendlich großen Liebe Gottes erzählt, die allen Menschen gilt, und auch von der Kraft, die Gott schenken kann.